Aber wir möchten uns an dieser Stelle dafür bedanken, dass ihr hierher gekommen seid. Dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns gemeinsam hier zu heilen. Ich habe noch ein paar ganz kurze abschließende Worte. An all diejenigen, die diesen Kampf gegen Rassismus seit Jahrzehnten kämpfen. Die die Foundation, die Grundlage für all das gelegt haben, dass wir hier sein können. Die den Kampf für uns gekämpft haben. Da gibt es einige zu nennen. ISD, ADEFRA, Each One Teach One. Wir danken euch für eure jahrzehntelange Aufopferung. Dafür, dass ihr seit Jahrzehnten euch die Seele aus dem Leib schreit, damit unser Schmerz gesehen und gefühlt wird. Und so wenige wollten euch bisher zuhören. Aber all die Leute, die heute hier sind, die schwarzen Jungs und Mädchen, die gefühlt irgendwie alle meine Brüder und Schwestern, zumindest meine Nichten und Neffen sind, all diejenigen, die haben ihre Politisierung eurer Arbeit zu verdanken. Wir haben euch alle so viel zu verdanken. All diejenigen, die heute hier diesen Event auf die Beine gestellt haben, Leute, die sind noch nicht mal 30. Die sind gerade 20, das sind eure Peers. Die haben so viel in so kurzer Zeit geschaffen. Das sind unsere spirituellen Kinder, unsere spirituellen Nichten, unsere spirituellen Neffen. Und ich habe so viel Respekt für euch. Dafür, dass ihr euch organisiert, dafür, dass ihr euren Arsch hier rausbringt, euch auf die Stelle, auf die Straße stellt und sagt, den Rat, Ratschläge von euren Eltern, euren Onkels und Tanten, all denen, die euch irgendwie helfen können, braucht, dann wisst, dass sie da sind. Und wisst, dass sie stolz sind auf euch dafür, dass ihr euch organisiert. Manchmal belächeln wir die junge Generation dafür, dass sie sich über Instagram organisiert, über Twitter. Was soll das denn sein? Aber Leute, das hat uns heute hierher gebracht. Das hat uns heute hierher gebracht und das wird euch und uns alle als Gesellschaft richtig weit tragen. Also danke dafür. An all diejenigen, die nicht direkt von Rassismus betroffen sind. Eure Aufgabe von heute an, spätestens von heute an, muss es sein, zuzuhören. Muss es sein, zuzuhören und das Gespräch nicht auf wundersame Weise so zu verdrehen, dass es am Ende um eure Gefühle geht. Es ist nicht euer Schmerz, um den es hier geht. Es ist unser Schmerz. Und wir möchten nicht mehr hören, dass ihr schon mal irgendwo im Urlaub diskriminiert worden seid. Wir möchten es einfach nicht mehr hören. Ist nicht vergleichbar mit dem System, das sich Rassismus nennt und das uns jeden Tag den Atem nimmt. Also hört uns einfach nur zu und in dieser Konversation, know your place. Also vielen Dank an euch alle, dass ihr hier wart. Vielen Dank, dass ihr mit uns geweint, mit uns geschrien habt, dass ihr verletzlich wart mit uns. Ich hab dich auch lieb. I swear I do. Danke, dass ihr hier wart. Gaspar, du wolltest auch noch was sagen. Entschuldigung. Ja, gut. Also, wir haben heute Geschichte geschrieben. Das? Wir haben heute Geschichte geschrieben. Wir haben heute Geschichte geschrieben. Und jeder einzelne von euch ist ein Teil von dieser Geschichte. Das ist unsere Geschichte. Unsere Geschichte. Sei du die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst.
Liebe. Wenn du an Liebe glaubst, wenn du an Liebe glaubst, dann gibt es keinen Rassismus. Wenn du an Liebe glaubst, gibt es keinen Hass. Wenn du an Liebe glaubst, sind wir sehr bald alle frei. Also nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Vielen Dank. Wenn ihr was tun wollt, dann jetzt. Peace. Zu guter Letzt, weil wir natürlich in Deutschland leben und es auch dafür ein System gibt, würde ich euch bitten, darauf zu achten, dass ihr jetzt gut nach Hause kommt. Wenn ihr die S-Bahn benutzen müsst,